Denn man kann quasi einen Batzen an Geld verbrennen und dabei noch eine schlechte Qualität bekommen. Wie zum Beispiel bei Lego. Welt seid mir gegrüßt. Die Frage muss ja mal gestellt werden. Wollen wir die Miete bezahlen diesen Monat oder die 75313 bauen? Sie bewegen sich, sind draußen an der Sonne, an der frischen Luft, lernen, wie man sein eigenes Obst und Gemüse anbaut. Ein bisschen Mathe ist auch dabei mit den Beetabständen. Wie lege ich ein Beet an? Höhenanbau und alles Mögliche, Temperaturunterschiede. Wenn das Ganze zum Verkauf kommt, auch abwiegen, abrechnen, Rechnungen schreiben. Jahresvorrat für Ingwer-Shots gesichert. Obwohl ich die nicht trinken kann. Wir können jetzt spaßeshalber 5 Euro pro Kilogramm ansetzen. Außer wir bauen Cannabis oder Koks an. Da sind die Gewinnmargen vielleicht ein bisschen höher. Oder du wolltest schon immer einen Folientunnel haben, willst ihn dir aber nicht kaufen, machst eine Nacht- und Nebelaktion und baust ihn einfach mal ab. Durch die Nacht hindurch holst du ein paar Kollegen, schraubst die Erdanker und alles raus. Dann funktioniert das Ganze. Wenn du geübt bist, geht es ein paar Stunden. Wenn du sehr gut bist, dann geht es auch leise. Und wenn du ein Genie bist, dann machst du es am helllichten Tag und die Leute kommen gar nicht auf die Idee, dass das nicht dein Tunnel wird. Lohnt es sich, ein solches Ding, ein fettes Partyzelt, in den Garten reinzustellen? Dafür sollten wir uns verschiedene Aspekte anschauen und dann auch abwägen. Wenn man mich fragt, na klar, lohnt sich alle Male. Aber warum ich das sage, erkläre ich euch jetzt in einem folgenden Video. Und nein, das Ding oder das Video hier im Allgemeinen ist kein Product Placement. Leider wäre schön. Ich werde trotzdem euch den Tunnel hier vorstellen, von wem ich das habe und wie zufrieden ich damit bin. Wenn ihr dann auch Interesse habt, einen solchen Tunnel zu erwerben, ich werde auch natürlich auch die Seite verlinken. Dann könnt ihr auch bei eurer Bestellung mal schreiben, dass ihr von dem Video kommt, vom guten Chris. Und vielleicht, wenn es dann genug Leute machen, kommen sie vielleicht auf mich zu und dann kommt es eine Kooperation zustande. Aber so eine Win-Win-Situation. Schöne Wunschvorstellung. Investition und Return on Investment. Diesen Folientunnel holte ich mir knapp vor 5 Jahren von der Firma IVG. Damit hat der 16 Meter lange und 5,5 Meter breite Tunnel ca. 2000 Euro gekostet. Ist vielleicht zu den heutigen Preisen doch ein bisschen günstiger, vielleicht sogar ein Schnapper. Bei den heutigen Preisen wird man noch 500 bis 1000 Euro zusätzlich draufzahlen, um so einen Tunnel zu bekommen. Das kann schon für den einen oder anderen ein riesen Batzen Geld sein. Allerdings sollte man das Ganze ein bisschen in Relation sehen, denn man kann quasi einen Batzen an Geld verbrennen und dabei noch eine schlechte Qualität bekommen. Wie zum Beispiel bei Lego. Welt seid mir gegrüßt. Die Frage muss ja mal gestellt werden. Wollen wir die Miete bezahlen diesen Monat oder die 75313 bauen von Lego? Kostet das Gleiche. Lackgesoffen teuer. 850 Euro. Da investiere ich doch in den eigenen Gemüsegarten. Habe ich mehr davon. Und Kinder lernen da auch einiges. Sie bewegen sich, sind draußen an der Sonne, an der frischen Luft, lernen, wie man sein eigenes Obst und Gemüse anbaut. Ein bisschen Mathe ist auch dabei mit den Beetabständen, wie lege ich ein Beet an, Höhenanbau und alles Mögliche, Temperaturunterschiede. Wenn das Ganze zum Verkauf kommt, auch abwiegen, abrechnen, Rechnungen schreiben. Lernen ein Feingefühl, um mit den zierlichen Pflanzen umzugehen. Lernen auch die Mischkultur, welche Eigenschaften denn verschiedene Pflanzen haben, wie man die alles miteinander spielerisch kombinieren kann, um zum Beispiel auch so ein Spalier aufzubauen, zu beranken, zu begrünen mit verschiedenen Pflanzen. Dann schaut es auch schön aus. Eine schöne grüne Terrasse. Kann man auch mit Bäumen machen. So eine Traube in einen Baum rein, hat auch was. Oder eine Wand begrünen. Alles seine spielerischen Sachen, die man auch wunderbar machen kann. Wer braucht schon Lego? Wie schaut der Return on Investment aus? Also, wann tut sich mein Investment wieder refinanzieren? Wann finde ich es wieder auf meinem Geldbeutel oder auf dem Konto wieder? Theoretisch. Beziehungsweise, wie viel Geld kannst du einsparen durch den eigenen Anbau und so weiter? Zuallererst würde ich erstmal schauen, wie viel ich dann das ganze Jahr überhaupt anbauen kann. Würde mir da ein Buch oder eine Excel-Datei machen und das dann so aufschreiben, wie viel das ungefähr so ist, was ich da geerntet habe. Einfach mal jeden Tag ein bisschen abwiegen und dann gucken. Und das Gute an so einem Folientunnel ist, du kannst wirklich auch das ganze Jahr über anbauen. Geht wunderbar. Auch im Winter, im Sommer hast du dann die ganzen Hauptkulturen wie Tomaten, Gurken, Auberginen, Paprika, die du da reinsetzen kannst. Frühjahr, Herbst und Winter, dann kannst du ein bisschen mit Kohl, Radieschen, Treibhaussalate spielen. Feldsalat kannst du auch reinsetzen. Also es gibt da immer irgendwas anzubauen. Da wächst auch das ganze Jahr über. So einen frischen Salat zu Weihnachten aus dem eigenen Garten hat auch was. Vor 50, 60, 70 Jahren wäre es vielleicht noch mal beeindruckender als jetzt bei den ganzen milden Winter und dem ganzen Equipment.
könnte man noch mehr flexen. Ja. In einem guten Jahr, wo dann alles reibungslos läuft, Pflanzen schön wachsen, du auch die Mischkulturen und Folgepflanzungen sehr gut einhalten kannst, kann ich jetzt zum Beispiel bei mir im Schnitt so 400 bis 500 Kilo aus dem Tunnel ernten. Davon die Tomaten die Hauptkultur darstellen. Wichtig ist halt einfach, dass man Kulturen anbaut, die auch ertragreich sind. Ich könnte auch Ingwer reinsetzen, den ganzen Tunnel vollklatschen, aber ob der Ertrag da überhaupt dann was gut wird in unseren Gefilden, lässt sich auch zweifeln, vor allem wenn es dann direkt in dem Boden hier drin ist. Ist vielleicht im Töpfen ein bisschen besser, aber Jahresvorrat für Ingwer-Shots gesichert. Obwohl ich die nicht trinken kann. Ein wichtiger Gartenhack ist, dass man auf Mischkultur setzt und dann auf verschiedene Ebenen anbaut. Zum Beispiel habe ich im Frühjahr Steckzwiebeln reingesetzt. Die sind dann groß geworden, haben dann die ganze Sonne abbekommen, habe dann später die Tomaten reingesetzt. Die waren noch klein, haben die Zwiebeln nicht bestattet. Und dann, wenn die Tomaten größer werden, haben sie dann die Zwiebeln bestattet. Dann standen die Zwiebeln hinter den Tomaten. Kein Problem, die waren dann schon langsam fertig. So konnte ich dann hinter den Tomaten an den Rändern nochmal ordentliche Zwiebel ernten. Das kann man mit vielen Sachen machen. Gurken, die ja nach oben ranken, da kann man unten Basilikum reinsetzen, Salate und so das Effektivste aus der Fläche rausholen. Wir können jetzt spaßeshalber 5 Euro pro Kilogramm ansetzen, außer wir bauen Cannabis oder Koks an. Da sind die Gewinnmargen vielleicht ein bisschen höher. Bei meinen momentanen Erntemenge wäre es dann ungefähr 2000 bis 2500 Euro, welches ich aus diesem Tunnel rausholen könnte. Ziehen wir noch diverses Betriebsmaterial ab, wie zum Beispiel Tomatenhaken, Pumpen, Schläuche, Investitionen ins Wassermanagement, wie zum Beispiel UBC-Tanks holen oder ein eigenes Auffangbecken bauen, solche Sachen, um Wasser aufzuspeichern, um halt natürlich in den Tunnel zu gießen, weil so kommt halt kein Wasser rein. Durch den Regen. Ja. Buchhaltungstechnisch kann man dann auch solche Investitionen, wenn sie ein bisschen größer sind, auch über die Jahre hin verteilen. Dann ist nicht auf einmal ein großer Kostenblock entsteht. Steuern, Rechnungswesen. Die ganze Zeit und Investments für die Pflanzenvoranzucht, was da alles mit reinspielt, oder du kaufst ja auch dann die Pflanzen. Den ganzen Abzügen würde ich dann sagen, das ist ungefähr 20-25% von den Einnahmen, die du da pro Jahr vielleicht theoretisch generieren würdest, dann bei dir in der Tasche zurückbleiben. Was sich auch mit den Angaben vom Hersteller deckt, denn mir hat man damals gesagt, dass der Folie mindestens 5 Jahre haltet. Je nachdem, wie du mit der Folie umgehst, kann es auch bei guter Pflege bis zu 10 Jahre sein. Wenn du halt da ganz viel Gifte und Pestizide so reinklatscht, dann passiert es halt ziemlich schnell, dass dann die Folie kaputt geht. Oder du kommst auf die grandiose Idee, um mit deinem Kollegen einen Sperrkampf zu machen und baust dann noch ein paar Löcher ins Zelt rein. Oder was mir passiert ist, dass ich dann zu Silvester ein paar Raketenstiele auch in die Folie reingebohrt haben. Dumm gelaufen. War zwar ärgerlich, aber ist nur halb so schlimm. Das Loch, das konnte man dann super auch kleben. Da gibt es ja extra Klebeband dafür, wenn mal solche Löcher auftreten. Und da ist auch sehr wichtig, achtet auf die Qualität und Stabilität des Folientunnels. Warum das Ganze so wichtig ist? Soll ja keine böse Überraschung geben, wenn dein Zelt auf einmal weg ist. Dein Gewächshaus soll natürlich auch halten, damit der Anbau auch ein bisschen Spaß macht. Mein Folientunnel hat Bögen aus verzinktem Stahl. Die Erdanker sind auch verzinkt. Die Folie ist extrem reißfest und hat eine Lichtdurchlässigkeit von ca. 98% und ermöglicht somit ein gesundes Wachstum der Pflanzen. So, die Folie besteht aus Polyethylen und ist vollständig recycelbar. Das steht so auf der Webseite. Angaben ohne Gewähr. Langes Seil ist auch dabei, um die Folie an die Bögen zu fixieren. Sonst kommt der erste Wind und die Folie ist ade. Und das ist das Teuerste an dem ganzen Spaß hier. Und dann gibt es noch an den Türen, also an den beiden Enden, so Klemmen, an dem dort dann die Folie fixiert wird. Das Konstrukt dort ist ganz schön robust. Und wenn dann Sturm kommt und das Ding mitnimmt, dann habe ich ganz andere Probleme. Dann kommen wir mal zu dem Teil, warum wir überhaupt das Ganze aufbauen möchten, und zwar wegen einem geilen Anbau. Und das bringt uns einfach sehr viele Vorzüge. Zum Beispiel, dass wir früher anfangen können, Pflanzen auszusetzen, auszusehen, dadurch früher ernten können und diese Saison hinten raus auch verlängert wird. Beispielsweise habe ich schon Anfang April meine Tomaten reingesetzt und konnte dann schon, glaube ich, Anfang oder Mitte Juli ersten Tomaten ernten, was ja normalerweise, wenn man sie jetzt im Freiland anbaut oder im anderen Gewächshaus, sondern zu den Eisheiligen raussetzt, so meistens um den Dreh im August rumkommt. Also ich konnte schon 1,5 bis 1 Monat früher ernten. Wenn mal Frostgefahr ansteht, ist dann meistens halb so wild. Also
die Folie und das ganze Konstrukt tut er noch ein bisschen den Wänden, so gut minus ein Grad, würde ich mal vorsichtig sagen, ist er noch drin, wenn es im Außenbereich so kalt ist, aber innen immer noch nicht. Dann hat er dann die Folie und der Tunnel auch komplett abgedichtet, dass da keine kalte Luft reinkommt. Und sonst tut er noch mal zur Sicherheit bei minus 5 Grad, wenn es da in die Richtung geht, Vlies drüber legen und dann habe ich noch Heizlüfter, um halt da diese Tage ein bisschen abzupuffern. Das mit den Heizlüftern kann ich ja auch nur machen, weil der Tunnel ein geschlossener Raum ist. Sonst, wenn ich es so im Garten machen würde, dann wäre die Stromrechnung teuer und vielleicht wäre ich noch dafür verantwortlich, dass sich das Klima aufwärmt. Wenn die Sonne da reinknallt, dann ist im Folientunnel auch allgemein wärmer als draußen im Freiland. Das ist ja auch der Sinn von so einem Folientunnel. Das heißt, die Pflanzen wachsen schneller, geben auch früher die Ernte und hinten raus bleibt es ja auch etwas länger warm. Muss man ein bisschen schauen mit dem ganzen Kondenswasser, was sich dann vielleicht an der Tunnel bildet, dass man da auch ordentlich lüftet, nicht, dass sich da noch Pilze bilden. Ist vielleicht nicht ganz so geil für einige Kulturen und könnte da auch einiges wegschimmen, aber wenn man das berücksichtigt, dann kann man hinten raus viel länger ernten. Selbst im Winter ist der Anbau um einiges leichter, denn wenn ich jetzt zum Beispiel im Freiland so einen Treibhaussalat raussetze, da ist dann eine fette Schneedecke drauf. Ist mir schon passiert, auch mit dem Staudensellerie. Wenn die Schneedecke weg ist, dann hast du nur noch Matsch unten drunter, dann ist es verschimmelt, wenn es zu lange gedauert hat. Im Folientunnel ist ja ein geschlossener Raum, da kommt jetzt nicht einfach so Schnee rein. Da ist in der Regel keine Schneedecke, außer ich werfe da jetzt einfach Schnee rein, um den Boden irgendwie feucht zu halten oder das Mulchmaterial. Aber so bleiben dann die Salate trocken und wenn ich dann auch anständig lüfte, passiert dann nichts, dann kann ich auch im Winter Salat ernten. Und weiterer geiler Vorteil ist, wenn im Winter da die Sonne reinknallt, dann kannst du dich da auch wirklich gemütlich reinlegen. Ist schön warm, angenehm, selbst bei Außentemperaturen bei minus 2, 3, 4 Grad gehst du rein, hast du angenehme 15 Grad, wenn der Tunnel komplett zu ist und die Sonne reinknallt. Kannst dich schon fast sonnen. Vielleicht kannst du auch deshalb einen Sonnenbrand im Winter bekommen. Mitten im Winter im grauen Deutschland einen Sonnenbrand kassieren. Das musst du erst einmal schaffen. Außer du gehst ins 17. Bundesland Malle. Da ist alles möglich. Das Gute ist, ich kann auch Kulturen aussehen oder reinsetzen, die jetzt fürs Freiland etwas zu spät sind, ein paar Wochen das Zeitfenster verpasst, aber im Tunnel mir es noch die Möglichkeit gibt, das noch etwas nachzuholen. Zusätzlich kann ich Regale oder Tische reinstellen und dort auch meine Voranzucht hin verlagern, falls ich im Haus nicht genug Platz habe. Als es im Sommer viel zu heiß ist, Außentemperatur 35 Grad, im Tunnel 40 bis 50 Grad, dann verrecken die auch ganz bestimmt die Pflanzen. Du verreckst auch noch, wenn du da mit reingehst. Einfach alles viel zu heiß, zu trocken. Das ist eigentlich die Hölle, warum ich da auch manchmal drin arbeiten muss. Wahnsinn! Selbstständig, da gilt kein Arbeitsschutzgesetz. Da gibt es dann dafür Beschattungsnetze, um den Tunnel ein bisschen abzukühlen, dass es nicht ganz so heiß da drin wird. Das ist ein bisschen viel Stress für die Pflanzen und für den Menschen. Auch wenn es durch meine Ernährung noch ziemlich gut geht, das auszuhalten. Wenn es mal stark regnet und dann noch weiter nieselt für eine längere Zeit, interessiert es jetzt weniger die Tomaten. Die sind ja da drin geschützt. Hast du jetzt vorerst kein so großes Risiko bezüglich der Braunfäule, außer natürlich irgendwo in der Nähe sind Tomaten oder Kartoffeln. Das ist das Gefährliche im Freiland und dann schwören die Sporen dabei die auch mit dem Tunnel. Aber so haben die Tomaten dann einen geschützten Raum, die sind kräftiger, sind dann nicht ganz so geschwächt durch den Dauerregen, vielleicht auch noch durch die Kombination von Kälte. Das heißt, es kann ja auch nachschrecken. Keine Braunfäule. Schützt deine Tomaten, gib Braunfäule, keine Chance, ab in die Provence. Natürlich solltest du auch ein bisschen an dein Wassermanagement achten, denn da kommt nicht einfach so Regen rein. Pflanzen brauchen dann trotzdem Wasser. Ich würde mir dann irgendwie IBC-Tanks holen, Wasser auf vom Becken, damit du vielleicht, wenn du einen Sickerschacht hast, einen Brunnen oder eine Zisterne da rauspumpen kannst und dann dort so das Regenwasser mit einfangen kannst. An dein Dach hin so ein Fallrohr reinsetzen, damit du halt einfach alle Möglichkeiten ausnutzt, um halt das ganze überschüssige Wasser zu holen. Sonst könnte es dann sein, dass du eine fette Wasserrechnung bekommst, vor allem im Sommer, wenn du deinen Boden noch nicht so gut aufgebaut hast und vielleicht auch noch nicht mulchst. Und was kann dir noch den ganzen Spaß verderben? Natürlich die Bürokratie und das Rechtliche. Brauche ich eine Baugenehmigung für diesen Folientunnel? Bei den rechtlichen Vorschriften ist es halt immer sehr wichtig, dann auch bei sich in der Region mal zu gucken, da zum Bauamt oder zur Gemeinde zu gehen und sich da erstmal im Vornherein informieren, weil das ein bisschen unterschiedlich sein kann. Genau, gibt da ein paar Stellschrauben, die da individuell sind und dann wird er dann auch anders entschieden. Das Gute an dem Folientunnel ist, dass der kein Fundament hat. Das ist ein Bewegfolientunnel mit einem Erdanker und schon allein dafür braucht man keine Baugenehmigung, weil ich dann nichts gießen muss, kein Fundament.
ist ein Pluspunkt, zumal ich dann auch diesen Bewegfolientunnel auch immer leicht abbauen kann und auf eine neue Stelle hinsetzen kann. Kann für Fruchtfolgen ziemlich sinnvoll sein, wenn man jetzt beispielsweise eine größere Fläche hat. Oder du wolltest schon immer einen Folientunnel haben, willst ihn dir aber nicht kaufen, machst eine Nacht- und Nebelaktion und baust den einfach mal ab. Durch die Nacht hindurch holst du ein paar Kollegen, schraubst die Erdanker und alles raus. Und dann funktioniert das Ganze. Wenn du geübt bist, geht es ein paar Stunden. Wenn du sehr gut bist, dann geht es auch leise. Und wenn du ein Genie bist, dann machst du es am helllichten Tag und die Leute kommen gar nicht auf die Idee, dass das nicht dein Tunnel wird. Dann gibt es noch gewisse Abstände, die du vielleicht zu deinen Nachbarsgrundstücken einhalten solltest. Das halt einfach alles vorher abklären. Am besten, du gehst zum Amt mit deinen selbst angebauten geilen Tomaten und besprichst das Ganze mit denen. Charismatische Menschen kommen einfach weiter im Leben. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum es manchmal in meinem Leben nicht ganz so läuft. Du kannst auch den Tunnel dann später im Herbst und Winter dann super nutzen, um zum Beispiel eine Spielfläche, Beschäftigung für Enten und Hühner zu finden, damit sie vielleicht ein bisschen eine Beete auffüllen, die Schnecken, Eier rauspicken und vielleicht ein bisschen die Aufräumarbeit für dich machen. Aber es ist auch eine Beschäftigung als Hühnerhalter. Gefällt dem bestimmt auch. Es lohnt sich, so einen Folientunnel anzubauen. Und was spricht denn dagegen, sein eigenes Geiles, um so ein Gemüse anzubauen? Gesund, schmackhaft, keine Gifte drauf, da weißt du wenigstens, was du hast. Und bei den Lebensmittelpreisen kannst du vielleicht auch nochmal ein bisschen die Brieftasche schonen. Und mit den ganzen sportlichen Aktivitäten wirst du vielleicht auch noch weniger krank, hast keine unnötigen Krankenhausrechnungen, Kosten von der Krankenkasse und so. Hast ein besseres Wohlbefinden, eine Win-Win-Situation. Und wer dafür keine Zeit hat, dann setzt mal andere Prioritäten. Ihr könnt auch eure Kinder versklaven. Ich meine natürlich, ihr bringt euren Kindern wertvolle pädagogische Inhalte für ihr Leben bei. Natürlich, auch wenn sie schon erwachsen sind. Da braucht man nur ein bisschen Druckmittel. Legal natürlich. Auch wenn illegal vielleicht ein bisschen spannender sein könnte. Ja, was nicht illegal ist, weitere Videos von diesem Kanal anzuschauen. Können Sie gerne reingucken, gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr einen Folientunnel habt, schreibt mir doch gerne eure Erfahrungen auch in die Kommentare rein, damit auch andere Erfahrungen und Meinungen zu dem Partyzelt mitbekommen. Und jetzt mache ich Schluss. Ciao.